hat die Einladung, da an diesem Kampf teilzunehmen, 2 Tage vorher bekommen. Also nicht unbedingt die ideale Vorbereitung für die Begegnung mit Cengiz Gotc. Hier ist er, der Berliner aus Gronau. In Gronau ist er geboren, in Berlin ist er aufgewachsen, in Köln hat er bislang trainiert, aber der Sauerlandstall ist ja umgezogen nach Berlin. Der Kampfrekord von Cengiz Gotc, 15-0. Kampfrekord von Schwergewicht in der roten Ecke, Marcel Zeller, 93,5 Kilo, in der blauen Ecke, 103,9 Kilo. Arthur Ellensohn vom Bodensee, ihr Ringrichter. Fighter. Respekte für Fight, watch the commands, good luck, touch gloves. Cengiz Gotc ist 73 geboren, wird also, pardon, Marcel Zeller ist 73 geboren, wird also, ist also 30. Cengiz Gotc ist 1977 geboren, also 4 Jahre jünger. Marcel Zeller kann ein bisschen hinlangen. Er hat seine bisherigen Kämpfe alle durch K.O. gewinnen können. Nie mehr als eine Runde geboxt als Profi. Cengiz Gotc hat natürlich eine zumindest eine beachtliche Amateurkarriere hinter sich. Und wird jetzt vom Sauerland-Cheftrainer Uli Wegner sehr sorgfältig und langsam aufgebaut. Ist nach den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 übergewechselt ins Profilager. Hat sich aber Zeit gelassen und erst im Januar 2001 mit den bezahlten Kämpfen begonnen. Die erste Runde geht wohl an Cengiz Gotc. War nicht allzu viel zwischen den beiden, aber er hat das solidere Boxen gezeigt. Immer die Führung dann rein und dann auf einmal. Er hat sich hier bisher, also in dieser ersten Runde, sehr
konzentriert, hat sehr orthodox geboxt, nichts riskiert. Immer wieder Führung dann rein, immer wieder rein. Und vor allen Dingen, wie ihm Uli Wegner jetzt auch in der Pause nochmals dringend ans Herz legt, immer mit der Führungshand gearbeitet. Du musst ihn immer wieder hier lang, nicht so spiastig. Sind beide gleich groß, also Reichweitenvorteile können natürlich trotzdem bestehen für den einen oder anderen, aber die habe ich eigentlich nicht bemerkt, ohne sie noch abgemessen zu haben natürlich. Zöller hat erst in diesem Jahr mit dem Profiboxen begonnen, etwas spät. Beide sind vom Stil her relativ ähnlich. Cengiz Koç, der vielleicht doch besser ausgebildete. Und auch der etwas schwerere. Dafür hat Zeller die originellere Bekleidung an. Zeller hat aber gute Reflexe, schnelle Hände. Und wenn sein bisheriger Kampfrekord ein Maßstab ist, auch ein bisschen Dampf in den Fäusten. Komm, komm an! Break! Step back! Break! Das ist natürlich so, wenn man ständig im Training ist und richtig austrainiert ist, wie das bei Cengiz Koç mit Sicherheit der Fall ist, dann haben wir sehr viel größere Routine, auch die Erfahrung liegt für ihn. Warum sieht man keinen großen Unterschied zwischen den beiden? Tja, das war wieder eine ganz, ganz knappe Sache. Eine gute Runde, eine gute Auseinandersetzung überhaupt zwischen den beiden, recht lebhaft. Die angesetzte Strecke sind 6 Runden. Immer wieder mit der Linie und sicher seine Verteidigung. Du, da, wenn er einen Treffer kriegt, dann kommt er gleich ein Gegenangriff. Der ist gar nicht ungefährlich. Da hat er recht. Beine mitnehmen, dann nehmen die Seite immer ein bisschen überkippen. Beide mit sehr sperrigem Haarwuchs. Hast du verstanden? Nicht so nah rangehen, dann kannst du dich hauen. Ein bisschen weiter drauf, hast du mal. Aber die Beine müssen unterstellen, die hast du überkippt. Immer wieder. Das kommt von ganz alleine. Durch die linken Hand machst du schon müde. Ja? Dieses Beschweren beim Ring, ich glaube, das bringt nicht viel. Zeitvergordung. Come on. Macht es bitte trocken hier. Break! Break, step back. Genau.
Schöne Kombination da von Cengiz. Die Szene hier für Cengiz Koç. Komm, push! Komm, push! Break! Eigentlich ist die englische Sprache nur bei internationalen Boxkämpfen notwendig. Aber wie das so ist, der Bodensee ist vielleicht schon Ausland. In dieser Runde ist Cengiz Koç doch deutlich besser. In den ersten beiden Runden, vor allem in der zweiten, konnte man darüber streiten, ob er wirklich so gut, wirklich besser war. Aber hier in dieser dritten macht er es doch recht deutlich. Marcel Zeller ist sicherlich ein harter Mann. Er hat bisher alles weggesteckt. Es war mühelos. Und weiter geht's hier mit der zweiten Hälfte des Kampfes, also der vierten Runde zwischen Cengiz Koç hier im Bild und Marcel Zeller in der roten Ecke. Der Karlsruhe hat sich bisher recht ordentlich gehalten, muss ich sagen. Die ersten beiden Runden waren mehr oder weniger ausgeglichen. In der dritten war Cengiz Koç dann doch der deutlich bessere. Mal sehen, wie es weitergeht. Don't hold and okay, Box. Ja, man hätte natürlich sagen können, Marcel Zeller hätte diesen Kampf nicht akzeptieren sollen. Er wusste ja schließlich, mit wem er sich da einlässt. Aber ich gehe mal davon aus, dass er einfach die Börse wollte und auch sich die Chance nicht entgehen lassen wollte, gegen einen Mann wie Cengiz Koç zu boxen. Das ehrt ihn. Watch your head. Watch your head. Watch your heads. Ja, die stärkere Physis von Cengiz Koç gibt hier wohl auch den Ausschlag, zusammen natürlich mit seiner größeren Erfahrung und Routine. Uli Wegeners Konzept geht hier voll auf.
Ganz konventionell solide Boxen, keine Mätzchen machen, nichts riskieren. Vor allem mit der linken vorbereiten. Immer wieder die Führungshand. Das ist genau das richtige Rezept. Schöner Treffer. Steckt aber weg. Na gut. Ja, die beiden sind vom Stil tatsächlich sehr ähnlich. Das ist halt so, dass Cengiz Kocs ein bisschen mehr Gewicht mitbringt und ein bisschen mehr Erfahrung und damit eben die Überlegenheit, die auch wieder in dieser vierten Runde hier demonstrieren konnte. Zwei ganz klare Runden zugunsten von Cengiz Kocs und über die ersten beiden könnte man diskutieren, muss man aber nicht. Schöne Rechte da, die Marcel Zeller landen konnte. Ehemaliger Europameister der Liga Häusler, der kommt bestimmt wieder. Wir wünschen ihm dazu alles Gute. Das ist falsch. Ja, wenn er schlägt, auf der Blut ist da außerhalb des Rings. Ich finde jetzt Tiwaden noch zwei Runden. Und der Trainer von Marcel Zeller, Chef, Sekundant. Klicken Sie auf, please. Box. Ja, wenn man vielleicht ein bisschen Haarspalten will, dann sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass Cengiz Kocs ein echter Schwergewichter ist, während Marcel Zeller einer derjenigen ist, der Schwierigkeiten hat, das Cruisergewichtslimit zu schaffen, 86,2 Kilogramm. Und für die Gruppe von Leuten gehört, für die eigentlich eine weitere Gewichtsklasse geschafft werden sollte, das Super Cruiser Gewicht. Es gibt einige Verbände, die bereits darauf reagiert haben. Einige haben, die WBU zum Beispiel, hat eine solche Klasse, eine solche Gewichtsklasse. Andere Verbände haben das Cruiser-Gewichtslimit auf 91 erhöht. Break! Step back! Don't shoulder. Stop! Don't watch your heads, both. Box. Break! Break! Stop. Jetzt zahlt sich die Routine aus für Cengiz Kocs. Break! Ja, ist einfach der Lockere. Die Bewegungen sind runter. Es läuft bei ihm wie geschmiert. Ja, bei Marcel Zeller zwar die Kraft da ist und das Talent, aber Break! Das reicht hier nicht ganz. Step back.
Aber ich muss schon sagen, eine gute Partie, die Marcel Zeller hier liefert, dafür, dass er zwei Tage vor dem Platz erst darüber informiert worden ist, dass er diese Chance bekommt. Da auch diese Runde geht zugunsten von Jenkins Coach, braucht man nicht lange darüber nachzudenken. Bleib ruhig, weiter, ganz klug, boxen, ruhig bleiben. Jenkins, du hast überhaupt nicht nötig. Du bist nicht so stark, was da los hier. Das Verlegenheitslächeln, was du machst. Das ist nur Verlegenheitslächeln. Wer auch mit diesem Mist. Sei schon ganz konzentriert, die Führung am Bob immer wieder zumachen. Und da halt die Decke hoch. Da kämpfst du noch mal, glaub mir das. Komm her. Der gute Treffer auf beiden Seiten, die Mehrzahl kam wieder von Cengiz Koç. Wo die Wegner macht sich Sorgen, dass